Erstmal hallo. Also, wie ihr gerade schon gehört habt, unser Projekt heißt Diskidee und wir wollten dann mit dieser Website vor allen Dingen eine Seite schaffen, wo auf der Jugendliche unter 18 Jahren auch in der Politik ein bisschen mitbestimmen können und sich über Themen wie G8 oder G9, was ist euch lieber, unterhalten können, weil wir ja eigentlich gar nicht gefragt werden, ob wir das jetzt überhaupt wollen oder nicht, und das machen alle einfach. Und deswegen wollten wir einfach so eine Seite dafür haben. Also ich wollte noch ganz kurz erzählen, wie wir auf den Namen gekommen sind. Und zwar setzt sich das zusammen aus To Discuss und ja, das andere fällt mir gerade nicht mehr ein. Aber auf jeden Fall geht es da ja auch um Diskutieren und Mitbestimmen, Entscheiden, ja. Und dann haben wir noch diese Idee hinten dran gehängt, weil es ja auch darum geht, seine eigenen Ideen einzubringen. Und wenn man das jetzt, eigentlich sollte man das jetzt hier sehen. Ja, genau, hier sieht man jetzt nicht mehr, aber man sah gerade eben schon so ein paar Titelthemen und Lena erklärt jetzt mal so ein bisschen was Genaueres, wie das alles so funktioniert. Also im Prinzip haben wir uns eigentlich überlegt, dass wir halt einfach eine Startseite haben. Ja, genau, man sieht sie ein bisschen vielleicht und da stehen halt Themen drauf und dann halt eine Frage zu dem Thema und dann kann man halt, wenn man will, kann man dann unten auch noch auswählen, ein neues Thema erstellen oder halt dann, wenn ein Thema hier interessant ist, kann man da draufklicken und dann gibt es halt hier eine kurze Information und eine Pro- und eine Kontraliste und damit man sich halt seine eigene Meinung dazu bilden kann. Und dann, wenn man eine andere Idee hat, die da zum Beispiel nicht drin steht, kann man da auch noch eine Begründung für das Argument dazu schreiben oder halt auch noch ein ganz neues Argument hinzufügen. Genau. Und ja, ich sage noch mal kurz was über die Umsetzung. Also am Backend haben wir SQLite, das wir kombiniert haben mit PHP. Und das Ganze wird dann über JavaScript sozusagen und ja, da reingeladen. Und für das ganze Design wurde dann noch HTML und CSS zusätzlich benutzt. Genau. Das war's? Ah ja. Vielen Dank.